Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge XXL von Auf der Green River 2019. Wir waren in der letzten Folge beim Ladewagen fahren und Schwaden beschäftigt. Und der Detlef hatte sich jetzt schon den Ladewagen da hinten geholt. Und fährt jetzt auch mit. Und ja. Wir haben jetzt erstmal noch genug zu sammeln. Ach, du fängst da oben an. Ah, nee, da. Ich höre deinen Motor bis hierhin. Ja, hört ja auch schon, der Schlepper, ne? Hast die Hupe gerade gehört? Hupe? Ja. Der Ertrag sieht klasse aus, aber so schön fühlt sich der Ladewagen nicht. Aber mir sind schon 20k dran. Bei mir erst 9. Also fast 10. Gut, ich bin jetzt auch schon fast 2 Bahnen gefahren. Wie schnell fährst du? Was ist? Wie schnell fährst du? Zwischen 18 und 20 km/h. Ja, ich auch. Ich bin am Anfang, man konnte mal 20 irgendwie so fahren. Wo bist denn du? Fährst du schon zum Morgen oder wie? Nö, ja, hier. Moin. Ja, jetzt soll ich mal deine Hupe. Ja, so wie ich gerade gehupt hab, liegt aber die Hupe von diesen ausländischen Autos da. Was? So. Nee, das ist mein Bahn. Zu spät. Die ist eh drin wie ein Zauberstocher, ey. Wie viele Liter hast du noch im Tank? Wie viele Lütten? 318,5. Na gut, viel jetzt, nee. Von 800 224,3. Ne, ich hab von 530. Aber am Großteil der Arbeit mit diesem Schlepper bestanden aus Gülle zu bringen. Aber hinten fehlt ein Lütten schon wieder was gemäht, aber ja auch, aber das ist gemäht geworden. Das ist ein Synchrofehler. Und traust dich nicht zu hupen? Nee. Mit der Hupe vom 39 geht schlecht. Ja. Will ich mich auch nicht trauen. Jetzt hat er jetzt echt vergessen zu schwaden, hat Stück. Ey, gleich werde ich hier wahnsinnig. Ich hab's ihm noch gesagt. Das hast du mir gesagt. An alle, die die letzte Aufnahme gesehen haben. Die wissen's. Ach, ich hab dir gesagt, da hinten liegt nur ein Dreieck. Das muss noch ich machen. Ja, da lag noch ein kleines. Und deswegen dachte ich, du meinst das. Nee. Ich will nichts sammeln, will das mit dem Ladewagen schnell auf. Schnell! Ja, so breit wie mein Gespann. Ja.
muss mal herkommen, dann siehst du, wie groß das ist. Ich fange jetzt schon mal an, das ein bisschen aufzusammeln. Nach und nach. Lander. So, jetzt ist natürlich nicht mehr so groß, weil schon zwei Bahnen da wechseln nochmal. So, ich fahr zum Hof und vor. Hab schon 56. Hab 56 Grad drin, ich fahr jetzt zum Hof. Ja, kann ich auch gleich nach. Oh ne, jetzt fährt ich schon. Ich komm jetzt auch nach. Jetzt fährt schon wieder so eine Karre vor mir, ey. Warum so sind die Minimap an? Kapi, warum? Meinst du, ich krieg dich noch? Och, niemals. Wenn fährt vor dir eh gleich ein Auto. Na, obwohl. Wieso? Na, das ist schon da, wo ich gerade bin. Ich hab's gerade überholt. Ihr kennt es nicht, erstmal mit 10,50 und 56 Tonnen Heu hinten drin, erstmal schon ein Auto überholen. Wer kennt es nicht? Ja, ich denke, wir holen hier keine Autos. Ja, wir kommen einfach raus. Hast du auch gesagt, dass beim Zubringen auch mal so war? Na, stimmt. Und gerade wenn ihr direkt rauf, ja, wenn man gerade schneller fährt und dann ziehen so Autos vor ein, dann muss man halt vorbeiziehen. Weil ihr habt dann auch keinen Bock ordentlich zu bremsen. Demnächst kann ich dann ja mal Kunsttrümmer hier auf der 26 fahren, hier mit 39, wa? Ja, mal schauen. Fährst du mal vordere oder hintere Einfahrt rein? Ja, kommt auch dran. Ah, jetzt kommst du da rein. Hallo, Leerplatz, nach Platz für vorne. Ohne große Komplikationen einfach rausgezogen mit 30. Ich heiz hier gerade richtig schnell lang. Ich bin jetzt schon in deiner Straße zur Wiese gleich. Ja, du kannst doch 63 fahren. Laut Tacho fahre ich 70. Du musst gleich mal mit dem Blinker setzen. Ah ne, ist er erst der nächste. Ja, gut. So, jetzt hier vorne und jetzt fahre ich gleich auf die Wiese. Ladewagen fahren ist doch eigentlich was Schönes, oder? Boah. Ist halt die Frage, wollen wir den Rest offscreen machen oder in der Aufnahme? Offscreen. Okay.
So, und jetzt fahre ich schon wieder ins Wort rein. So ein kleiner Spacken. Was denn? Die Läufer beim Morgen, ich bin fast in seinem Interview angefangen. Ja, ist doch gut. Auf allem noch mit dem Gewicht. Leider mit fast in seine Heckscheibe. Mensch, ey, du checkst das nicht, ne? Schade. Ja, hättest du nicht. Du musst mal. Hättest du lieber mal mehr Gas gegeben. Ich hab Vollgas gegeben. So, ich denke mal, jeder von uns würde noch einmal vor. Hm. Pass alles. Na, ja, gleich 16 Uhr. Und gleich erstmal das erste Bierchen trinken heute, ne? Ach, da hinten ist er. Ich werde schon wieder meine Bahn rein. Großer Vergleich. Anrufen. Mittlerer Trecker. Nee, großer Trecker, riesiger Trecker. Ordentliche Hupe. Und Bobbycar-Hupe. Ja. Schöner Vergleich. Wie voll bist du? 42% insgesamt. In Tonnen In Tonnen sind es jetzt 27. Ja, soll ich jetzt mal ausrechnen? Ich habe 12,2 geladen. Jetzt habe ich gerade 31. Was? Jetzt habe ich schon 32. Tom? Ja. 33. Gülle gefahren haben. Da war ich ja fast 60 Tonnen schwer mit dem vollen Zubringer. Ja. Man muss dazu sagen, das Heu ist aber auch leichter als Gras. Ja, heute ist er komplett trocken. Wenn es krass und nass ist, dann ist er am schönsten. Also komplett trocken ist heute nicht. Nee, nee, das ist logisch. Aber viel trocken. Ich hab immer eine Restwolke. Naja, wenn es Hochsommer ist und man es tagelang trocknen lässt, dann schon. Mhm. So, meine lieben Freunde, das soll es auch von dieser Folge LS19XXL angewiesen sein. Schaltet euch gerne auch zur nächsten Folge ein. Bleibt bei beiden Kanälen und abonniert beide Kanäle. Und würde ich sagen, ciao, ciao. Ciao.